Die Bowies. Ihr wolltet sie alle wiedersehen. Ihr habt die Kommentare auseinandergenommen. Dankeschön. Die Bowies, die sicher nicht die Jindawis nachmachen wollen. In der letzten Folge haben sie ihr gemeinsames Kind vorgestellt. Imaki! Unser Kind heißt Imaki mit K. Nada, Luisa und Imani, das ist eine richtig schöne Familie. Die haben Spaß, die sind nett, aber Nadem, Lisa und Imaki, das ist das genaue Gegenteil. Die haben keinen Spaß und die sind nicht nett. Ihr Ziel ist es, genauso erfolgreich zu werden wie die Jindawis. Ob sie das schaffen werden, das sehen wir jetzt in deren Vlog. Viel Spaß. Ewa. Nordamerika, Nordamerika. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade im Wohnzimmer. Und Lisa will was zeigen. Die Fette. Ach, Nedem. Sag den Leuten, was du sagen wolltest. Freunde. Ich wollte euch sagen, dass ich glaube, dass ich nochmal schwanger geworden bin. Warte. Wir haben doch vor kurzem ein Kind bekommen. Imaki. Ja. Mädchen, wie kannst du nochmal schwanger sein? Das ist hier nicht so möglich und so. Ich bin aber schwanger. Das ist biologischer, mathematischerweise und deutscherweise nicht möglich. Doch, ich spüre schon die Tritte vom Baby in meinem Bauch. Digga, schau mal. Oh mein Gott. Es macht Breakdance, Digga, es macht Breakdance. Digga, hast du es gesehen? Komm, fass mal selber an meinen Bauch. Na gut. Und? Spürst du was? Nee, ich spüre nur einen fetten Bauch mit ein paar Chicken Wings drin. Nedem! Was ist? Das ist doch die Wahrheit. Nedem! Lisa, wir waren vor 5 Minuten bei McDonald's. Wallah, billert das in die Chicken Wings Land. Aber hast du nicht den runden Kopf vom Baby in meinem Bauch gespürt? Runder Kopf vom Baby. Wallah, billert, das war der Big Mac, den du ohne Kauen gefrisst hast. Nedem! Ewa. Freunde, heute putzen wir das erste Mal die Zähne von Imaki. Mach auf, ich muss aufs Klo. Nedem, es geht gerade nicht. Beeil dich. Ich muss groß. Wie gesagt, wir putzen heute das erste Mal die Zähnchen von Imaki. Die Zahnbürste zuerst nass machen. Und jetzt mach A. Digga, komm schon, mach A. Digga, das... Ich halte es nicht mehr aus. Bitte beeilt euch. Ja? Brav? Links, rechts, so rauf, runter... Scheiß, du stinkst. Jetzt versucht Imaki sich selber die Zähne zu putzen. Sie muss ja lernen, sie wird ja groß. Ja, du Fettsack. Wow, super. Sie macht es ganz alleine mit ihrer Hand. Ich helfe ihr so ein wenig, aber sie macht es alleine. Nee, nicht in die Augen. Nee, nicht. Ah, nur im Mund. Ich kack mich gleich an. Ja. Nee, nicht in die Augen. Ja, jetzt weinst du. Verstehst du vielleicht jetzt, wieso die Zahnbürste nicht in deine Augen gehört? Lisa, ich kann nicht mehr zurückhalten, mach die verschissene Tür auf. Kack dich einfach an, es geht gerade nicht. Imaki weint hier. Scheiß auf Imaki, mach die Tür auf. Ah! Imaki hat mich gerade angespuckt mit der Zahnpasta. Oh nein. Ich kann nicht sehen, es brennt. Du kleine Bitch, du. Ah! Ich habe einen kleinen Beziehungstest im Internet gefunden. Da wird getestet, wie sehr man eine Person in der Beziehung liebt. Und genau den will ich jetzt mit Nedem machen, okay? Psst, ich ruf ihn mal. Nedem! Ah, nur so eine Frage. Wie sehr liebst du mich? Ganz viel. Wie ganz viel? Ganz viel wie die ganze Welt. Okay, ja. Lass uns das testen. Wie testen? Es gibt so eine Internetseite, wo man die Beziehung testen kann. Die Jindawis haben das auch gemacht und bei denen ist ein gutes Ergebnis rausgekommen. Meine Kugel, bei uns wird auch sicher gut. Ja, das hoffe ich für dich. Die erste Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Okay, ja, das ist einfach. Deine Lieblingsfarbe? Pink. Digga, falsch. Was? Es ist nicht pink? Nein, es ist grün. Digga, das weißt du doch. Sorry, aber von wo soll ich das wissen? Ich hab dir locker 10.000 Mal gesagt, dass ich die Farbe grün liebe. Du bist doch ein Mädchen, du musst immer pink mögen, oder nicht? Was hat das damit zu tun, dass ich ein Mädchen bin? Normale Mädchen mögen immer pink. Und das ist der Nachteil, wenn man einen Ausländer heiratet. Na, bitteschön. Diese Frage zählt nicht. Wir machen weiter zur nächsten Frage. Was ist mein Lieblingsessen? Das solltest du wissen. Wir gehen immer zum gleichen Restaurant. Spaghetti?
Nein, verdammte Scheiße, nein, Nedim! Überleg nochmal! Wo gehen wir immer hin? Zu zweit. Es ist auch nicht so teuer dort, du weißt schon. Ah, jetzt weiß ich, Bratucha, jetzt ist mir eingefallen in meinen Kopf. Pizza! Nein! Ich liebe Döner! Verdammte Scheiße, Mann! Ah ja, Scheiße, stimmt. Scheiße. Liebst du mich überhaupt? Ja, sorry, das war jetzt nicht in meinem Kopf drin, sorry. Die letzte Frage. Komm, beweis, dass du mein Mann bist. Ich bin bereit, wie ein. Ich bin bereit. Gut, die letzte Frage. Wie heißt meine Mutter? Nedim? Warte kurz, ich muss überlegen. Digga, Nedim, komm schon. Wir sehen meine Mutter jede Woche. Warte kurz, hab ich gesagt. Setz mich nicht unter Druck, ich scheiß mich gleich an. Warte kurz. Wenn du das falsch sagst, ja, dann hinterfrage ich wirklich unsere Liebe. Fängt ihr Name mit G an? Nein. Okay, ich wusste. Ich wollte nur sicher gehen, okay? Heilige Scheiße, Mann. Deine Mutter heißt Maria. Stimmt's? Ha? Sie heißt Alexandra. Lisa, du weißt, ich liebe dich. Das ist nur ein kleiner blöder Test von Internet. Das kann ich. Du weißt gar nichts über mich. Du weißt gar nichts. Lisa, doch. Nee, du weißt nicht einmal, wie meine Mutter heißt. Ich weiß aber, wie dein Vater heißt. Aha, wie heißt er denn? Jamal? Digga, heißt Roman. Wie kommst du auf Jamal? Okay. Ah. Ich sterbe gleich. Ewa. Freunde, schaut mal her. Das Leben ist nicht immer cool, nice Party und so, ja? Ich zeige euch auch mal die andere Seite vom Leben, ja? Mother Trucker, schaut euch mal dieses verschissene Wohnzimmer an. Das ist wie ein Schweinestall hier. Okay, bei den Jindao ist es immer sauber. Sie sind eine gute Familie. Ist eine schöne Familie, okay, ich weiß. Wir sind aber die Jibauis. Wir sind halt nicht so eine krasse Familie. Wir werden hochsteigen irgendwann, hoffentlich. Aber ich zeige euch auch die andere Seite. Ist auch mal gut, so auch mal schlechte Seiten zu sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt gemeinsam mit Nedim das ganze Wohnzimmer aufräumen. Ich rufe ihn mal. Nedim, komm mal! Ja? Geht schon, krempel dir die Ärmel hoch, wir putzen gemeinsam das Wohnzimmer. Oh, scheiße. Ich hab Training, ich muss gehen jetzt, sorry. Nedim! Hadi, tschüss, ich muss gehen. Frag einfach Imaki, sie hat nichts zu tun. Du brauchst mich nicht so anschauen, junge Dame. Du bist eigentlich für die ganze Unordnung verantwortlich. Geh schon, komm. Imani putzt auch die ganzen Wohnungen. Komm, steh auf jetzt. Siehst du das? Ha? Siehst du das alles hier? Ja? Du bist hier mit deinen kleinen Chicken-Wings-Beinen herumgehüpft. Deshalb musst du es auch aufräumen. So nehmen? Ja, brav. Digga, ich war das nicht mal. Weniger reden, mehr machen, okay? Nimmst du das auch noch so? Das auch so? Und das letzte so? Mach alles ordentlich, ja. Siehst du? Und so bleibt das. Und nicht immer so hier herumhüpfen und so. Halt dich gut fest, kleine Maus. Ach, siehst du diese Krümel dort? Das warst du, als du mit dem Cookie herumgelaufen bist. Nee, das war nicht dein Vater. Er ist beim Training. Wenn er es wäre, dann müsste er es aufräumen. Aber du warst das, ich weiß es. Ich hab gesagt, halt dich fest. Imaki, wir machen jetzt die Wäsche. Die Waschmaschine ist da. Hier ist der Wäschekorb. Nimm dir mal die Unterhose. Ja, Imaki, ich musste da auch durch. Das ist die angeschissene Unterhose von Nedim. Irgendwer musste ja waschen. Papa Kaka. Ja, Papa hat Fettkaka gemacht. Ich weiß, komm, steck das jetzt in die Waschmaschine, du Eklige. Und wenn sie gestorben sind, dann leben sie nicht heute. Seid ihr eingeschlafen? Mother Trucker, welches Baby wäscht in dem Alter schon die Wäsche? Freunde, bei 10.000 Likes kommt ein weiterer Vlog von den Jibauis. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was sie als nächstes machen sollen. Soll Nedim mal mit Imaki draußen spazieren gehen? Ganz alleine? Wäre das eine gute Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in die Kommentare diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrenmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Als klitzekleines Dankeschön blende ich wie immer 3 Kommentare von euch ein. Und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen random Kommentar in die Kommentare. Ist gar nicht so schwer. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.